mindestens so viel wie Goethe für die Deutschen oder Shakespeare für die Briten. Es ist unmöglich, den enormen Einfluss, den Puschkin auf die moderne russische Literatur und Sprache hatte, zu überschätzen. Ja. Es wird ganz klar, wenn wir zum Beispiel die Schriftsteller und Dichter lesen, die Puschkins Vorgänger waren, wie schwer und plump ihr Russisch war. Die Literatursprache war überfüllt einerseits von französischen und andererseits von urslawischen Entlehnungen. Puschkin dagegen verfasste seine Werke in einer lebendigen Sprache. Puschkin beschäftigte sich mit den Themen, die immer noch wichtig und aktuell scheinen, mit den ewigen Fragen des Lebens. Daher kann man sein Schaffen heute von allen Seiten betrachten. Selbstverständlich können wir ihn nicht nur mit den Dichtern und Schriftstellern seiner Zeit vergleichen, sondern auch mit zeitgenössischen Künstlern. Es gibt eine Menge Forschungen über Puschkin. Sie betreffen nicht nur seine literarische Gabe. In meiner Rede möchte ich das Thema des Vortrags nicht antizipieren, deshalb spreche ich nicht mehr über Puschkin selbst. Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Professor Dr. Erich Pointner, dem Träger der Puschkin-Medaille, bedanken für seine Förderung der russischen Literatur und Kultur. Herr Dr. Pointner beherrscht die russische Sprache sehr gut, fast genauso gut wie Puschkin. Allein diese Tatsache ist schon sehr wichtig. Aber er hat auch sehr tiefe und breite Kenntnisse im Bereich der russischen Kultur und Literatur und verbreitet sein Wissen unter den Menschen. Am 6. Juni feiern wir den 221. Geburtstag von Puschkin. Wir haben eine gute Tradition in Russland. An diesem Tag kommen dankbare Anhänger immer zum berühmten Puschkin-Denkmal in Moskau und deklamieren dort Auszüge aus seinen Werken. In Wien gibt es auch ein Puschkin-Denkmal auf der Kurbatstraße. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der russischen Kulturinstituts werden am Denkmal Blumen niederlegen. Es ist symbolisch, dass es in Wien, der Stadt, die viel auf Kultur setzt, ein Puschkin-Denkmal gibt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Herrn Professor Dr. Pointner. Поехали, wie man auf Russisch sagt. Dankeschön. Bitte. Also, ich werde jetzt ebenfalls auf Deutsch sprechen. Ich hoffe, dass ich nicht ins Russische umschwenke, ohne größere Verwirrung heraufzubringen. Mich interessiert, also ich bin jetzt nicht der große Puschkin-Verehrer und werde also nicht im Chor der Puschkin-Liebhaber hier singen. Für mich ist das Phänomen interessant. Das Phänomen Puschkin, und dem habe ich mich jetzt ein bisschen gewidmet. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was wäre Puschkin heute, wenn der jetzt leben würde? Was wäre er? Und ich bin mir ziemlich sicher, er wäre Rockmusiker oder Singer-Songwriter oder so irgendwas. Denn damit würde er das machen, was er in seinem wirklichen Leben dann auch gemacht hat, nämlich alle Leute erreichen. Ich beginne den Vortrag mit einem Gedicht von Puschkin. Mit einem Gedicht von Puschkin, das mir wichtig ist. Das heißt, ich mache es zuerst auf Russisch. Mein Russisch ist ja jetzt, ich danke dem Herrn Direktor sehr für seine Worte. So gut ist es auch wieder nicht. Ich mache es trotzdem auf Russisch. Dar naprasne, dar slučajne, žizn začem ty mne dana. Il sachem судбою тайной ты наказана осуждена. Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. In der Übersetzung von mir, vorgestern gemacht,
Umsonst geschenkt, geschenkt vom Zufall, warum, o Leben, habe ich dich? Und welches düstere Geschick legt seine kalte Hand auf dich? Und welcher Feind hat mich gerufen aus meiner schönen Nichtigkeit, erfüllt mein Herz mit Leidenschaft, mit Zweifeln aber meinen Geist? Kein Ziel ist vor mir zu erkennen, die Seele leer, der Sinn verweist, und qualvoll wird bei Nacht und Tage vom Lärm des Lebens ich umkreist. Warum ist das Gedicht wichtig? Das Gedicht ist deswegen wichtig, weil es dem Puschkin damals schlecht ging, als er das geschrieben hatte. Und es ist sozusagen das Puschkinsche oder russische I can get no satisfaction. Im Jahre 1965 veröffentlichen die Rolling Stones den Song I can get no satisfaction. Ein Lied, das auch noch 2014, ich war auf dem Konzert, einer der Höhepunkte ihres Live-Auftritts ist. Ich vermute, dass dieses Lied wirklich jeder kennt. Nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. Es dürfte flächendeckend bekannt sein, über Nationen, Generationen hinweg. Nüchtern betrachtet ist dieses Lied nicht besonders. Ja? Da singt ein junger Mann sich seine Frust von der Seele, der Text ist einfach und verständlich und die Rock'n'Roll-Rhythmen sind nicht allzu kompliziert. Die Frage ist also, wieso ein Lied eine derartige Popularität bekommen konnte. Und noch dazu eine, die über Jahrzehnte ungebrochen ist. Gehen wir noch einmal ins Jahr 1965. Bin ein bisschen weit weg vom Puschkin, macht aber nichts. Der Zweite Weltkrieg ist 20 Jahre lang aus. Es haben sich in Westeuropa und in den USA stabile Gesellschaften entwickelt, in denen, wie wir wissen, Konsum und Geld eine zentrale Rolle spielen. Die Rolling Stones waren keine Akademiker. Oder sind keine Akademiker, aber sie haben ziemlich viel gelesen und sie nehmen sehr viel an. Zum Beispiel der Mick Jagger, seinen Song Sympathy for the Devil nach der Lektüre von Master Margarita verfasst. Das sollte man, also ich weiß nicht, wer das jetzt liest, also zumindest in Österreich oder in England. Ebenso wie die damals viel berühmteren Beatles verkörpern sie sozusagen die Burschen von nebenan, allerdings die Bösen. Und der Puschkin, der war auch einer, glaube ich, einer von den, nicht immer von den Guten. Damals gibt es noch ganz andere Leute, also sieht den Frank Sinatra oder Elvis Presley, die völlig abgehoben sind in einer anderen Welt. Aber die Rolling Stones sind in der Nähe. Sie treffen mit dem Lied den Nerv der Zeit. Die Jugend hat Probleme mit der unbeweglicher werdenden Gesellschaft, die auf Konsum und leichte Unterhaltung ausgerichtet ist. Und einige Jahre später erschüttert die 68er Revolution oder Revolte Europa, angefeuert unter anderem auch durch den Rolling Stones Hit Street Fighting Man. Aber die Rolling Stones, das ist jetzt auch wichtig für unser Puschkin-Verständnis, die produzieren nicht nur Politisches, sondern der größte Teil ihres Schaffens ist doch eher Liebeslyrik oder so. Nicht? Factory Girl, Backstreet Girl und Wild Horses. Und jetzt kehre ich dann doch ein bisschen zum Puschkin zurück. Wir sind in einer durchaus ähnlichen Situation. Die napoleonischen Kriege sind aus. Das Regime, also die Gesellschaftsstruktur ist eine sehr autoritäre. Nicht? Man hat also wieder eine monarchische Gesellschaften, die ziemlich undemokratisch sind. Und als der Puschkin die Bildfläche betritt, sind also die Errungenschaften der Aufklärung oder der Französischen Revolution schon wieder zurückgenommen und gestärkt ist auch die Monarchie von Russland. Aber Zar Alexander ist natürlich eine Schlüsselfigur. Alexander I., der weiß schon, dass was getan werden muss. Und er lässt, um Russland weiterzuentwickeln, er lässt Universitäten gründen und Gymnasien, darunter auch das berühmte Lyzeum, in das Puschkin immer auch gegangen ist, eine Eliteschule mit handverlesenen Lehrern, wo die nicht allzu reiche Familie Puschkin ihren Sascha steckt. Über Puschkins Leben werde ich wenig sprechen in dieser Stunde jetzt, oder wie lange das wird. Wenn es uns heute Spaß macht. Puschkins Leben werde ich wenig sprechen. Da gibt es also wirklich unglaublich viel zu lesen. Die beste Bearbeitung von Puschkins Leben stammt von Juri Tinjanov. Das ist ja das Einzige, was ich wirklich gelesen habe. Von Juri Tinjanov, der hat 480 Seiten über Puschkin geschrieben und ist gekommen bis zu Puschkins 20. Lebensjahr. Also 84 Seiten bis zum 20. Lebensjahr, da war der Bursche gerade einmal aus der Schule draußen und hat begonnen zu arbeiten. Wurde zum ersten Mal verbannt. Tinjanov ist dann gestorben.
Also der konnte das Buch nicht fertigstellen, wahrscheinlich wären das 3 oder 4 Bände geworden. Also ich werde mich da eher zurückhalten. Pushkin ist auch kein Akademiker und es gibt zur damaligen Zeit wesentlich gescheitere Leute als ihn. In Russland wird man für so eine Äußerung irgendwie hingerichtet, aber es gibt zum Beispiel den Fürst Wjasemski, mit dem Pushkin in Kontakt ist. Es gibt den Griboyedow, der vielleicht auch wesentlich gebildeter war als Pushkin. Der Großmeister der russischen Literatur ist damals Derschawin. Der hat zwar Pushkin lobend erwähnt, aber in Wirklichkeit wird er wahrscheinlich nicht viel von ihm gehalten haben, denn seine Gedichte waren für einen Derschawin natürlich viel zu einfach gestrickt. Aber ähnlich wie aber was Pushkin schafft, ist, dass er durch seine Gedichte und durch seine Texte wirklich alle Leute erwischt. Aus irgendwelchen Gründen. Die Lehrer bringen ihn dazu, und das ist ja auch sehr wichtig, dieses Lyzeum wird sehr hoch bewertet. In Tsarskoje Selo, heute Pushkin, weil die Lehrer, die man dorthin eingeladen hat, aber dann eben nachher wieder alle entlassen, nach der Revolution 1825. Die haben ihn versucht, haben ihn dazu gebracht, selbstständig zu denken, und haben ihn mit der Aufklärung, mit den Ideen der Aufklärung konfrontiert. Und Pushkin reagiert auf das bald. Und eines der ersten ganz großen Gedichte, die von ihm stammen, ist Kchadaevo, oder Pushkin schreibt über Kchadaevo. Es gibt 70 Versionen dieses Gedichtes und der Autograph ist nicht erhalten. Das beginnt mit Lubvino djeshti tsiche slavy, nidolga nezhil nas tuman, ischesli yune zabavy, kak son, kak utrin tuman, und so weiter und so weiter. Und am Schluss heißt es, da war ich schwer, seit Jotana, zvesta benitzel na vashastya, rassia vspranet, oto sna, in na oblomkach samovlastya, na pishut naši imena. Pushkin hat einige derartige Dinge geschrieben, nachdem er es schon während der Lyzeumszeit und nach der Beendigung des Lyzeums ist er im Außenministerium, hat er seinen Dienst angetreten. Die Sache war ja die, dass die Leute, die das Lyzeum abgeschlossen hatten, das waren die Kader für die staatliche Administration. Also für die zaristische Administration, die hat man geholt. Und Pushkin schreibt also dann schon als Beamter. Und ich komme dann gleich zur Präsentation. Pushkin schreibt also einige solche Gedichte und diese Gedichte werden dann können ja nicht publiziert werden. Es ist nicht so leicht, dass man damals Gedichte publiziert. Es ist dem Pushkin doch dann gelungen. Einige Gedichte wurden in Abschriften weitergegeben, die Leute haben das auswendig gelernt. Und es ist dann natürlich auch der Zensur bekannt geworden. Pushkin wollte Pushkin nach Sibirien schicken, wie man das also gemacht hat. Man war da nicht zimperlich mit solchen Renegaten, die den Zaren angegriffen haben. Man wollte ihn nach Sibirien schicken, dort wäre er wahrscheinlich verkommen. Aber Pushkin hatte zu dieser Zeit schon mächtige Freunde. Und aus Sibirien wird Kaukasus und Krim, dort ist es auf jeden Fall mit wärmer gewesen. Inzwischen brodelt es in der russischen Jugend, in der gebildeten Jugend von St. Petersburg. Und überall gibt es Kreise, die Probleme der Kunst diskutieren und die Revolution vorbereiten. 1825, wie wir wissen, kommt es zum Dekabristenaufstand, an dem viele Freunde Pushkins, auch viele Leute aus dem Lyzeum beteiligt sind. Pushkin selber nicht, weil er zu diesem Zeitpunkt nicht in Petersburg ist, sondern in seinem Familiengut Michailowskoje. Und nach der blutigen Niederschlagung des Aufstandes versucht Pushkin mit den Waffen der Dichtung für seine Ideale zu kämpfen, ist aber gleichzeitig mit allem möglichen anderen beschäftigt, nämlich also mit seinem Privatleben und mit seinen Liebesgeschichten und so weiter. Wenn jemand eine gute Darstellung der damaligen, vielleicht die beste Darstellung der damaligen Stimmung lesen möchte, so lese er von Alexander Griboyedow die Komödie Gora Doma, stammt aus den frühen 20er Jahren
eines der besten Theaterstücke, die ich kenne. Leider auch schwer zu übersetzen. Also Gure Atomär und Atomar, auf Deutsch Verstandschaft leiden. In diesem Stück wird die Gesellschaft beschrieben, in der sich die gebildeten Leute befinden. Tschatzki ist so ein Prototyp aller Puschkins. Ja, man hat sogar mal Zeit lang gedacht, vielleicht ist dort Puschkin abgebildet. Die Griboyedows und die Lermontows, und nach einer Auslandsreise kehrt dieser Tschatzki zurück nach Moskau, um eine völlig rückständige Adelsgesellschaft zu finden, der Dummheit und Gemeinheit regieren. Das Ganze gipfelt in dem Satz Malchalini Blaschenstwo na Svezi. Puschkin wendet sich ab vom Tagesgeschehen und schreibt Boris Godunow. Unterläuft dadurch die Zensur, denn Boris Godunow ist so nebenbei ja nicht nur ein großartiges Theaterstück, sondern auch noch eine heftige Kritik an der Autokratie. Außerdem hat er Ruslan Ludmila geschrieben, ist mittlerweile ein Star, man kennt ihn. Es gibt Abschriften seiner Werke, man liest es, die Leute kennen das auswendig. Er schreibt und schreibt, er ist unglaublich produktiv in dieser Zeit. Er schreibt Prosa, Theaterstücke, Gedichte und beginnt am Evgeny Onegin zu arbeiten, zu dem ich vielleicht später noch komme. Ich habe da so eine eigene Deutung von Evgeny Onegin. Dann kommt also 1829 hält er um die Hand der 16-jährigen Natalia Goncharova an. Die ist 16 und Puschkin wird abgewiesen. Auch eine ganz interessante Geschichte. Und er verschwindet wieder mal in den Kaukasus, diesmal freiwillig. Kehrt dann zurück und kriegt dann tatsächlich die Frau. Und sie kriegt dann ziemlich bald 4 Kinder. Puschkin ist zu diesem Zeitpunkt bereits so bekannt, dass man ihm nicht direkt wehtun kann vom autokratischen Regime her. Der Geheimdienstchef Benkendorf hat ein Auge auf den Dichter. Mittlerweile gibt er ja auch eine Zeitschrift heraus, den Savremiennik. Man kann ihn nicht mehr so leicht loswerden und dann macht man was. Es gibt einen Spruch, der heißt, wenn man die Gegner nicht besiegen kann, dann kauft man ihn und Puschkin wird gekauft. Man gibt ihm den Titel Kammerjunker, damit er leichteren Zutritt zum Hof hat in St. Petersburg. Vor allem hat man natürlich seine Frau mehr geschätzt als ihn. Die Geschichte mit Dantes werde ich jetzt nicht besprechen, das ist eine eigene Sache, aber ich habe dazu natürlich auch meine Meinung. Mittlerweile kennt man seine Gedichte auswendig und es sind vor allem die einfachen, so wie Satisfaction, die ihn berühmt machen. Ja, помню чудное мгновение, на холмах грузы лежит ночная мгла, я вас любил und so weiter. Von 23 bis 30 arbeitet er an seinem Versroman Evgeny Onegin, dem alles vereint, was ihn auszeichnet, eine relativ klare Sprache, russische Gegenwart, eine Liebesgeschichte. Belinsky nennt den Roman eine Enzyklopädie des russischen Lebens. Die großen Kritiker wie Belinsky und Herzen sind es überhaupt, die dann posthum an Puschkins Ruhm arbeiten, interessanterweise. Die großen Kritiker, die ich dort genannt habe, auch Tscherniszewski natürlich, die machen aus dem Puschkin den großen Gegner des Zarenregimes. Was vielleicht nicht ganz so der Fall war. Das erste Puschkin-Denkmal wird 1880 aufgestellt. Das ist ziemlich bald. Ich weiß nicht, ob den Rolling Stones irgendwann mal ein Denkmal aufgestellt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht gibt es schon eins. Das Puschkin-Denkmal wird 1880 aufgestellt. Der Beschluss dazu ist schon 1875 gefallen. Es gab dann einen längeren Wettbewerb. Mittlerweile gibt es Denkmäler, glaube ich, in jeder größeren Stadt in Russland und auch in kleineren Städten und sogar außerhalb und wie wir wissen, ja auch in Wien. Ruslan und Ludmila wird 42 zur Oper, also auch nach dem Tod von Puschkin, der Godunow 1874, Evgeny Onegin 1879, Big Dam 1890. Das sind natürlich nicht alle Texte, die vertont worden sind, sondern viele. Um die Jahrhundertwende ist Puschkin bereits ein Nationalheiliger. Sprengkraft seiner Texte wird aber kaum mehr wahrgenommen. Hab ich den Eindruck. Ja? Also er ist so irgendwie ja, der große Puschkin heute. In der Sowjetunion, jetzt kommt das Interessante, nach der Revolution in der Sowjetunion hat man überhaupt kein Problem damit, dass man den
Puschkin weiter als Nationalheiligen verehrt. Er war ja ein Kämpfer gegen das zaristische Regime. Und weil ihm kein kommunistischer Stallgeruch anhaftet, war auch für die verehrbar, die keine Freude mit dem Sowjetregime hatten. Nicht? Also zum Beispiel Nabokov schreibt ein großes Buch über Puschkin und so weiter. Und er überlebt auch das Ende der Sowjetunion. Die Lenin-Denkmäler verschwinden, nicht alle, aber doch die meisten. Und die Puschkin-Denkmäler bleiben stehen, beziehungsweise werden neu aufgestellt. Zum Beispiel 2019 in Scheremetjewo. Puschkin hat eines der letzten Gedichte, Puschkin ist ja bekanntlich, ja pamätnik sibir was dvig, und das scheint sich zu bewahrheiten. Puschkins Texte scheinen sich ideologisch nicht vereinnahmen zu lassen. Das ist ganz interessant. Also es gibt niemanden, der sagt, ja, der Puschkin war so der Nationaldichter der Sowjetunion. Das ist nicht. Also auch nicht der Nationaldichter von Russland. Man kann sie nicht einmal nationalistisch vereinnahmen, obwohl natürlich heißt es immer wieder Puschkin, ja, das ist der Schöpfer der russischen Sprache, der Schöpfer der russischen Literatur und so weiter. Aber das ist, auch das stimmt nicht ganz. Ja. In den 80er Jahren, eine kleine Anekdote, die für mich immer verbunden ist mit dem Puschkin, in den 80er Jahren wurde auf der Puschkinskaja Ploschatz hinter der Puschkin-Statue das erste McDonald's-Restaurant aufgemacht. Das hat also beinahe zu Straßenschlachten geführt. In Russland, man hat das überhaupt nicht verstanden. Also für das Blasphemie, als Beleidigung des Russischen und so weiter. Ich habe aber auch einen Artikel gelesen, damals, in der Zeit, wo das eröffnet worden ist, das ist ein McDonald's, ich war, glaube ich, aus dem Aganjok, in dem zu lesen war, ja, was regt sich auf, Puschkin wäre der Erste gewesen, der dorthin gegangen wäre und sich einen Hamburger gekauft hat, weil er unglaublich neugierig war und von Vorurteilen nichts gehalten hat. Vielleicht ist das auch ein Grund für seine unglaubliche Bedeutung und Popularität. Sein Lieblingsgetränk war nämlich nicht Wodka, sondern Veuve Clicquot, ein französischer Champagner. Dass Puschkins Geburtstag nicht nur in Russland, sondern auch im Ausland als Tag der russischen Sprache gefeiert wird, ist eine wunderbare Sache. Offensichtlich gibt es eine Art von Kunst, die unbestreitbar ist, so ähnlich wie die der Rolling Stones. Ich gehe jetzt zu einer kleinen Präsentation über. Ich hoffe, das ist sichtbar und werde vielleicht noch ein paar Worte dazu verlieren. Das hat mir mal einigermaßen gut gefallen, Puschkin beim Selfie machen. Puschkin в городе. Das ist dieser berühmte Satz Puschkin nasche всё. Gesagt hat diesen Satz der russische Dichter und Philosoph Apollon Grigorjev. Dann gibt es also da noch ein Zitat von Ivan Turgenev, der gesagt hat, das ist ihm wichtig. Aber über das, was andere über Puschkin gesagt haben, könnte man also stundenlang sprechen, werde ich jetzt also nicht tun. Turgenev sagt, er musste zwei Arbeiten ausführen, nämlich er musste die russische Sprache und die russische Literatur schaffen. Auch das ist meines Erachtens eine Übertreibung. Puschkin hat aber zweifellos sozusagen auf der Spitze des Eisbergs diese Dinge gemacht. Das haben wir schon angesprochen. Hier noch ein paar, bitte. Entschuldigung, sieht man schon eine Präsentation, weil ich sehe nur Puschkin Reloaded. Aha. Sieht man das nicht? Jetzt nichts. Ja, man sieht nichts. Man sieht nichts, gut. Ja. Vielleicht gehen wir eng schon. Ein Grand 2. Ah, jetzt. Jetzt ist sichtbar? Ja, danke. Arina so. Rodionova. Berühmte Geschichte, Arina Rodionova. Ich glaube, das einzige Kindermädel, das dazu gekommen ist, dass es mehrere Denkmäler für sie gibt. So, das ist das Lyzeum. Warte, jetzt bin ich aber zu weit. Oh ja. Das ist das Lyzeum. Das Lyzeum bestand übrigens sehr lange. Steht heute für die Leute, die das kennen, gegenüber vom Zlatoust. Es ist übersiedelt auf den Kamenna-Ostrowski-Prospekt.
wer auch immer gegenüber von Slautovust ist, könnte dort hineingehen. Ich werde das nächste Mal auch machen. Das ist das berühmte Bild vom Abschied, also von der Prüfung von Puschkin. Da ist Puschkin im Süden. Das ist die Natalia Goncharova. Und das ist die Geschichte mit dem Duell, die ja nach wie vor sehr umstritten ist. Zu den zentralen Werken möchte ich vielleicht auch noch etwas sagen. Also ich habe so eine, ganz wichtig ist für mich der Evgeny Onegin. Ich lese den Evgeny Onegin zugegebenermaßen mit einer gewissen Regelmäßigkeit, so alle 10 Jahre brauche ich meinen Onegin. Und es ist tatsächlich ein Werk von unglaublicher Qualität und Größe. Am Anfang, wenn man das erste Mal liest, denkt man sich, Alter, Entschuldigung, da denkt man sich, mein Gott, ja, also soll sein. Ja. Wenn man es mehrfach liest, kommt man darauf, dass tatsächlich in jeder Strophe unglaublich viel drinnen steht. Und das Wichtige am Evgeny Onegin ist ja die zentrale Figur, die ja eine eigene Linie von russischen literarischen Helden begründet, nämlich den überflüssigen Mensch auf russisch Lischny Chelowek. Dieser Evgeny Onegin ist ja ein nicht allzu gebildeter Mensch, also nicht so wie der Faust. Faust ist ja hochgebildet, sondern Evgeny Onegin hat so ein bisschen eine Halbbildung, hat eine Erziehung zu Hause bekommen und treibt sich also jetzt finanziell unabhängig in Petersburg herum und lässt sich da gut gehen. Und kommt also dann auf dieses Landgut. Und er hat, das Problem ist, dass er kein Ziel im Leben hat. Wird sich wohl Puschkin zum Teil selber abgebildet haben, obwohl ich immer dagegen bin, dass man irgendwelche Gleichsetzungen da macht. Aber zweifellos hat er seine Sinnsuche oder sowas auch in den Evgeny Onegin hinein verlegt. Er ist gewissermaßen ein umgekehrter Faust. Nicht? Der Faust möchte ja, hat er zunächst einmal kein Leben, Evgeny Onegin schon. Er hat ein sehr fröhliches Leben in St. Petersburg. Er isst und trinkt und vergnügt sich mit den Damen vom Ballett. Und kommt also dann aufs russische Land und hat dann diese Geschichte mit der Tatjana, die sehr hoch stilisiert wird. Puschkin selber, wenn man das genau liest, kommt man darauf, dass Tatjana 13 ist. Und mit einer 13-Jährigen ist halt schwierig, das zu tun, was Onegin gerne möchte. Seine Ablehnung dieser Beziehung ist ja eigentlich ziemlich anständig von ihm. Und als er dann nach der ganzen Geschichte zurückkehrt und sie wieder trifft und sie dann schon die Frau des Generals ist, dann wird sie für ihn natürlich wieder interessant, weil jetzt hat sie ein Alter erreicht, wo er mit ihr einen One-Night-Stand haben könnte, aber das gelingt ja dann bekanntlich nicht. Ganz wichtig ist natürlich der eherne Reiter, der eine ganz zwiespältige Darstellung von Peter dem Ersten und auch von St. Petersburg bringt. Und für mich einer der Höhepunkte des Schaffens von Puschkin ist was ganz Spätes, nämlich die Big Dame. Die Big Dame ist in der Tat, wenn man das genau sich anschaut, ein absolutes Meisterwerk in Prosa, wo er tatsächlich die Erzählschichten, die man sonst gewöhnt war in dieser Zeit, umdreht. Das heißt, ich habe hier eine Liebesgeschichte zwischen diesem Hermann und der Elisabetta, glaube ich. Und diese Liebesgeschichte wird tatsächlich verdreht. Also die nächtliche Zusammenkunft ist dann natürlich nicht mit der Elisabetta, sondern mit der alten Gräfin. Es gibt sogar eine Szene, wo sich die alte Gräfin dann entkleidet.
Also es ist eine Art Karikatur eines Striptease. Und dieser Hermann ist einer der wahrscheinlich fantastischen Antihelden der russischen Literatur, wenn nicht der Literatur überhaupt. Hier haben wir dann auch noch eine Übersicht über seine Dinge, die er da geschrieben hat. Wie gesagt, auf alles einzugehen wäre jetzt fürchterlich langweilig. Und da ist noch ein bisschen was von Jewgeni Onegin, das werde ich aber jetzt vielleicht auch überspringen. Das ist die deutsche Übersetzung einiger Kapitel von Jewgeni Onegin. Puschkin ist unglaublich schwer zu übersetzen ins Deutsche im Vergleich zu anderen Autoren, etwa zum Beispiel Turgenev oder Dostojewski, das ist kein Problem, die zu übersetzen. Puschkin übersetzt, bleibt oft einmal nicht allzu viel über, eigenartigerweise. Aber mein Gott, das ist etwas, was wohl damit zu tun hat, dass Puschkin wirklich eine unglaublich reduzierte Sprache hat. Also eine Sprache von unglaublicher Schönheit und Gewalt, aber gleichzeitig ist nichts überflüssig, und wenn man dann das nicht hinüberbringen kann, dann wird das schwierig. Die gesamte Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts hat sich übrigens auch natürlich mit Puschkin auseinandergesetzt, interessanterweise. Ich nenne hier nur ein Beispiel, das Dmitri Alexandrowitsch Brigov, der vor ein paar Jahren verstorbene russische Dichter. Ich habe ihn persönlich erlebt, wie er vorgetragen hat, war sehr interessanter Mann. Jemand, der übrigens darauf Wert gelegt hat, dass er nicht Dmitri A. Brigov heißt, sondern Dmitri Alexandrowitsch Brigov. Also er hat gesagt, ich möchte unbedingt, dieser Hinweis auf Puschkin sollte in meinem Namen immer drinnen sein. Und hier ein Beispiel, wie Brigov, also wer den nicht kennt, Brigov ist einer der Hauptprotagonisten des russischen Konzeptualismus oder des russischen Postmoderne. Die haben ja sozusagen altes Material genommen und das neu montiert. Und der Brigov hat eine ganze Menge von Alphabeten geschrieben, das heißt immer Asbuka. Asbuka Nummer 1, Adin, und das ist Asbuka Nummer 8. Sind unglaublich spannende und lustige Texte, die gehen immer das russische Alphabet durch. Und hier, der hat also den Beginn von Jewgeni Onegin genommen, und der lautet ja Moidiatia Samich Chesnich Pravio, und hat das also dann solcher Art verarbeitet. Ah, Moidiatia Samich Chesnich Pravio, ba, Tvoidiatia Samich Chesnich Pravio, what? Его дядя сам их честно их правил. Как дядя сам их честно их правил? А где дядя сам их честно их правил? Вот. Да вот дядя сам их честно их правил. Ежели его дядя сам их честно их правил, жаль, что не мой дядя сам их честно их правил. Он so weiter bis zum Ja hinunter. Gut. In der Umgebung vielleicht noch drei Worte. Normalerweise wird Puschkin ja im Zusammenhang genannt mit Lermontow und Gogol. Auch hier ist es ganz interessant, dass die wesentlich radikaleren Dichter, wesentlich radikaleren Autoren waren Lermontow und Gogol. Lermontow nimmt den Jewgeni Onegin, also diese Figur des überflüssigen Menschen, und entwickelt sie weiter. Gogol ist der wesentlich radikalere Mann. Er ist ja nicht, ist ja kein Adeliger, sondern Gogol hat sich also wirklich in die Niederungen der Gesellschaft begeben, was Puschkin nicht, nur sehr zaghaft gemacht hat. Und Gogols Figuren sind natürlich wesentlich radikaler, wesentlich durchgeknallter. Und die Darstellung der russischen Wirklichkeit, der damaligen russischen Wirklichkeit, ist bei Gogol ja wesentlich härter als bei Puschkin, und dann über Gribojedow habe ich schon gesprochen. So, das wäre jetzt also meine bisherige Darlegung des Materials, über das ich gerne sprechen wollte. Und ich nehme jetzt gerne Fragen entgegen.
oder wir könnten in die Diskussion eintreten, wenn das gewünscht wird. Darf ich was fragen? Bitte sehr. Ja, und zwar, ich habe am Anfang mitbekommen, das Puschkin-Denkmal steht in der Kurbadstraße. Stimmt das? Ja, das steht bei Kurbad Oberla. Oberla ist das. Da wollte ich fragen, in welchem Bezirk. Dankeschön. Ja, ja, da gibt es sogar, man hat extra wegen am Puschkin mittlerweile auch eine U-Bahn-Station hingebaut. Die heißt Puschkinskaya, oder? Puschkinskaya, genau. Dankeschön. Das heißt Oberla, glaube ich. Danke. Okay, danke. Gut. Wir würden auch durchaus noch gern länger zuhören. Oh ja. Ich mein Problem ist immer, dass ich gerne viel zu viel rede. Ein bisschen zurückzuhalten. Lieber Erich, wenn du den Puschkin heutzutage treffen können würdest, was würdest du ihn fragen? Was ist dir noch nicht klar oder was würdest du ihn fragen? Weiß ich nicht. Was würdest du ihm für eine Frage stellen? Ja, also ich würde mit ihm als erstes ins Restaurant Mozart und Meisel gehen. Nicht zu McDonald's. Ich würde zum Wertes Meisel und Schaden. Zum Meißel und Schaden wird es ihm sicher gefallen. Und ich würde mit ihm ein Schnitzel essen und würde mit ihm Champagner trinken. Das würde ihm, glaube ich, gefallen. Wirklich cool. Ich weiß nicht. Es wäre schon interessant zu sehen, wie Puschkin auf unsere Gesellschaft reagieren würde. Denn wir haben ja auch das Problem, auch in Russland natürlich das Problem, diese kapitalistischen oder sehr stark Geld ausgerichteten Ordnung, wo als erstes die Kultur gerne mal unter die Räder kommt, wie wir das jetzt auch sehen. Ne? Und das würde Puschkin, glaube ich, sehr schwer ertragen. Vielleicht würde ich darüber mit ihm sprechen, aber Ich hatte vor 10 Jahren ungefähr das Vergnügen, mit einem ganz großen russischen Dichter ein Abendessen zu haben, nämlich mit Wladimir Sorokin. Und wir haben eine Stunde lang über Schach gesprochen, weil Sorokin ein guter Schachspieler ist. Wir haben nicht über Literatur gesprochen. Und es war sehr angenehm für uns beide. Ich glaube, er hat mich dafür sehr geliebt, dass wir über Schach gesprochen haben. Vielleicht Puschkin Schach gebildet, weiß ich nicht. Er war jedenfalls unglaublich interessiert und hat alles in sich aufgenommen, hatte nie eine vorgefasste Meinung, soweit ich das sehen kann. Also der wollte ja auch unbedingt ins Ausland fahren, konnte nicht, weil es sich nie ergeben hat. Ich hätte auch eine Frage. Ja? Und zwar, was ist so umstritten am Duell Puschkins? Ja, das wollte ich auch fragen. Ja, das Duell Puschkins, prinzipiell ist es so, dass das Duell Puschkins natürlich so ein bisschen eine voyeuristische Geschichte ist. Ja? Ich mag das nicht allzu sehr, weil das für die Dichtung von Puschkin selber gar keine Bedeutung hat. Es gibt ganz viele Versionen, was da passiert sein mag. Die erste Reaktion auf Puschkins Tod war ja von Lermontow, also die erste mir bekannte Reaktion. Lermontow hat 1837 gleich nach dem Tod von Puschkin ein Gedicht geschrieben, das heißt Smerzpoeta oder Nasmerzpoeta. Und in diesem Gedicht schreibt er, der Zar hat Puschkin umgebracht, mehr oder weniger. Lermontow hat das unglaublich viel gekostet. Er war Offizier der Leibgarde und wurde sofort degradiert
und in den Kaukasus geschickt, in den Krieg, wo man ziemlich sicher war, dass der das nicht überleben wird. Lermontow hat natürlich nicht, wurde da also nicht im Kampf gestorben, sondern im Duell wegen einer verheirateten Frau. Das ist also durchaus auch ein, da gibt es auch verschiedene Versionen. Aber jedenfalls die erste Erklärung war immer, dass das zaristische Regime Puschkin beseitigt hat. Ich habe das auch früher geglaubt, ich glaube es jetzt nicht mehr. Also ich glaube, dass Puschkin, dass diese Intrige, die da passiert ist, rund um Graf Heckern und den Dantes, dass das wirklich eine Liebesgeschichte war. Und dass solche derlei Scherze in der damaligen Gesellschaft, in der Puschkin sich befunden hat, durchaus üblich waren. Und die Frau Gontscharowa, über die man übrigens ganz wenig weiß, also ich wenig weiß, vielleicht gibt es eh da mehr, Frau Gontscharowa hat das Leben genossen. Ich meine, mit 20 Jahren hat die den Puschkin geheiratet, oder mit 19, war daraufhin 10 Jahre lang ununterbrochen schwanger und hat also dann ihre Kinder auf die Welt gebracht und die wollte dann leben. Und der hat das Gift, die war eine wahnsinnig schöne Frau und Puschkin war sehr eifersüchtig. Und das ist dann, ich glaube nicht, dass das von der zaristischen Administration gesteuert worden ist, sondern dass das ist einfach passiert. Und der Puschkin war nicht mehr so gefährlich für die russische, das hat man später hochstilisiert ein bisschen. Gut, Puschkin war nicht mehr so gefährlich. Puschkin war. Er war ein Star, aber er war nicht mehr, man musste sich vor ihm, glaube ich, nicht mehr fürchten, zu damaligen Zeit. Aber das ist meine Einschätzung dieser Sache. Es gibt einen Film, der vor ungefähr 5 oder 6 Jahren herausgekommen ist, na, ist schon länger her, muss auch schon 10 Jahre jetzt sein, von der Natalia Bondarchuk. Die war hier in Wien, ich hab die Premiere hier in Wien gesehen. Ein wunderbarer Film mit dem Sergei Bezrukhov in der Rolle von Puschkin, wo also das Ganze dann hinaufstilisiert worden ist zu einer internationalen, europäisch geleiteten Intrige gegen das Russische. Und das ist ja, glaube ich, wirklich ein ziemlicher Blödsinn. Aber schöner Film. Vor allem mit guten Schauspielern. Danke. Erik, es gibt eine Frage im Chat. Ja. Kannst du das anschauen? Nein, lass mal weg, ich komme nicht am Bildschirm. Ja, dann ist das folgende Frage. Was ist zum Puschkin-Jubiläum 1937 aus heutiger literaturwissenschaftlicher Sicht zu sagen? Ich habe keine Ahnung. Gebe ich zu. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da... Wie das damals gemacht worden ist. Also 37 ist ja ein sehr gefährliches Jahr für Russland und ob da die Puschkin Folklore sozusagen eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Leider. Aber das wäre eine interessante Frage. Ja? Puschkin und Stalin sozusagen. Habe ich mich nicht beschäftigt. Aber es war viel. Es waren viele Veranstaltungen in diesem Jahr und in Leningrad, auf dem Ort, wo das Duell stattgefunden hat, auf Schwarzen Fluss, ja? Auf Schwarzen Fluss war ein Denkmal wurde errichtet in 1937. Ja. Also auch der Stalinismus konnte dem Puschkin nichts anhaben. Genau. Er hat ihn immer geliebt, interessant. Im Westen ja eher weniger. Nicht? Also man, da ist seine Rezeption wesentlich geringer. Ganz viel, viel geringer als die von Dostoevsky oder Tolstoi.
Und ja, und im Chat, es gibt noch eine Anmerkung. Puschkin wurde als sowjetischer Schriftsteller stilisiert. Als was? Puschkin wurde als sowjetischer Schriftsteller stilisiert. Ja, ja, Puschkin wurde als sowjetischer Schriftsteller stilisiert, weil man gesagt hat, er war ein Kämpfer gegen das gegen den Zarismus oder so, oder gegen terroristische Autokratie. Das war er selbstverständlich, aber er war es viel weniger als andere, also zum Beispiel Alexander Herz. Ich erzähle meistens ja auch noch eine Anekdote, die mir besonders gefällt. Alexander Herz, aber die meisten Kämpfer gegen die zaristische Autokratie, die mussten ja Russland verlassen. Und die waren natürlich schon auch große Vorbilder in der Sowjetunion. Ne? Es gibt ja diese Herzen-Universität und so weiter, Tscherneschewski, Stanzia Metro, Tscherneschewski und so weiter, aber alle haben nicht diese Bedeutung von Puschkin bekommen für die Allgemeinheit. Ja? Muss man sagen. Und Puschkin war sicher nicht der ganz große Kämpfer gegen die Autokratie. Puschkin hatte ein Leben und der musste für eine Familie versorgen und er hatte kein Geld oder sehr wenig Geld. Und da musste sich Puschkin wahrscheinlich, also meines Erachtens, mit den Leuten, die ihm Geld gegeben haben, musste sich arrangieren. Und das war letzten Endes die Aristokratie und so. Nicht? Ja, ich wollte die Anekdote erzählen von dem, weil ich über Herzen gesprochen habe, die gefällt mir ganz besonders gut, weil sie zeigt die Bedeutung von Puschkin. Herzen sitzt im Jahre 77, glaube ich, kann ich mich aber irren, 1877 sitzt Herzen, ein alter Mann, relativ alter Mann, im Paris am Montmartre und unterhält sich mit einem Freund auf Russisch, mitten in Paris. Und da kommt ein alter Mann mit langem weißen Bart auf sie zu und sagt, ich höre, Sie sprechen Russisch, ich kann auch Russisch, darf ich mich zu Ihnen setzen? Und Herzen steht auf und will ihm die Hand geben und stellt sich vor, mein Name ist Alexander Herzen. Und der Gesprächspartner sagt, ich kann Ihnen leider meinen Namen nicht sagen, denn sonst werden Sie nicht mit mir reden. Und dann reden die eine Stunde miteinander und dann steht der alte Mann mit dem weißen Bart auf und sagt, mein Name ist Dantes. Und Herzen ist aufgestanden, hat sich umgedreht und hat ihn nicht angeschaut. Er ist sofort weggegangen. Also für den war es noch 40 Jahre nach dem Tod von Puschkin unmöglich, mit Dantes zu sprechen. Also das ist diese unglaubliche Bedeutung, die Puschkin sogar für jemanden hatte, der gar nicht mehr nach Russland zurück konnte, wie Alexander Herz. Ja, wo waren wir? Ja, wir waren beim Ding, wir waren beim Stalin und wir waren darin, dass das eben, da kommt jetzt noch was herein, oder? Valentina, gibt es noch irgendetwas? Gut. Dann hätte ich meinen Zeitplan gut eingehalten. Wenn keine weiteren Anmerkungen, Fragen sind, danke ich allen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und Mitarbeit. Danke, Herr Professor. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr interessant. Danke. Danke schön für alles. Danke. До свидания. Пока. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Danke an allen. Danke schön an allen Teilnehmern.